Hallo und willkommen bei einem neuen Video aus dem Mobilitätsressort der Salzburger Nachrichten. Im Vorjahr hat VW mit dem ID.3 ja eine neue Ära der Elektromobilität ausgerufen. Und auch im Jahr 2021 geht es mit Vollstrom weiter, mit dem ID.4, dem ersten voll elektrischen SUV der Marke. Wir haben uns heute eines der ersten Modelle in Österreich angeschaut und genau unter die Lupe genommen. Mit einer Länge von 4,5 Metern hat VW den ID.4 als potenziellen Nachfolger des Tiguan positioniert. Und auch wenn man den großen Bruder des ID.3 gerne als Elektro-SUV bezeichnet, so hat er, zumindest optisch, mit den bekannten Großstadt-Allradlern nur wenig gemeinsam. Das liegt vor allem daran, dass der ID.4 auf dem modularen E-Antriebsbaukasten des Konzerns aufbaut und völlig andere Proportionen und eine ganz andere Formensprache aufweist als traditionelle SUVs. Auf den ersten Blick wirkt der ID.4 auffallend schlank und windschnittig. Die fließenden Formen und die harten Abrisskanten sorgen für einen geringen CW-Wert von 0,28. Neben den großen Rädern und den Matrix-LED-Scheinwerfern stechen vor allem die versenkbaren Türgriffe ins Auge. Die eigentliche Revolution findet allerdings im Innenraum statt. Das sogenannte Open Space-Konzept sorgt für fast schon opulente Platzverhältnisse. Neben dem fehlenden Mitteltunnel hilft da vor allem der verhältnismäßig lange Radstand des ID.4. Der ist mit 2,7 Meter genauso groß wie beim Tiguan Allspace. Das wirkt sich naturgemäß positiv auf die Beinfreiheit aus. Das große Panoramadach sorgt zusätzlich für viel Tageslicht. Auch in Sachen Nutzwert muss sich der ID.4 nicht verstecken. Der Kofferraum fasst 543 Liter, klappt man die hinteren Sitze um und lädt bis unters Dach, so wächst der Stauraum auf über 1500 Liter. Wichtig für Großfamilien, laut VW bietet die Rücksitzbank Platz für 3 Kindersitze nebeneinander. Bei Elektroautos noch keinesfalls Standard, ist auch die optionale Anhängekupplung mit einer Nutzlast von bis zu 1000 Kilo. Die Bedienelemente im Cockpit gleichen wenig überraschend jenen des ID.3. So gut wie alle Funktionen werden über das zentrale 10 Zoll Display bzw. die darunterliegenden Touch-Elemente gesteuert. Alternativ gibt es auch die Sprachsteuerung Hallo ID. Unter dem Begriff IQ Drive fasst VW die Vielzahl der eingebauten Assistenzsysteme zusammen. Smarte Helfer wie Lane Assist oder Front Assist sind serienmäßig an Bord. Wer das Assistenzpaket Plus ordert, bekommt zusätzlich noch die Distanzregelung ACC Stop and Go oder den Travel Assist, der das Fahrzeug auf Wunsch selbstständig beschleunigt, bremst und sogar lenkt. Mit nicht weniger als 9 verschiedenen Ausstattungspaketen, 3 Motorisierungen und vorerst 2 Batteriegrößen haben zukünftige ID.4-Fahrer die Qual der Wahl. Die von uns getestete Variante First Edition Max mit 204 PS, Heckantrieb und einer Reichweite von bis zu 522 km laut WLTP kostet alles in allem 54.990 Euro. Die Modelle mit dem kleineren Akku sind voraussichtlich ab März verfügbar. Später im Jahr soll dann auch der Allradler GTX folgen. Das Einstiegsmodell ID.4 Pure wird inklusive aller Förderungen für unter 40.000 Euro zu haben sein. Während wir die Themen Laden und Reichweite im Rahmen des allerersten Kurztests noch ausklammern mussten, konnten wir uns eingehend von den Fahreigenschaften des ID.4 überzeugen. Und die haben es wirklich in sich. Mit seinen 204 PS beschleunigt das Elektro-SUV in 8,5 Sekunden von 0 auf 100, Schluss ist erst bei abgeriegelten 160 km/h. Richtig viel Spaß macht der ID.4 aber auch in der Stadt. Der niedrige Schwerpunkt, die großen Räder, der Heckantrieb und der geringe Wendekreis machen ihn zu einem echten Spaßmobil. Vorausgesetzt natürlich, man hat eine eigene Wallbox in der Garage oder eine Schnellladestation in der Nähe.